Ja, hallo, hallo, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seht mich. Wir haben einen wunderbaren Sonnenschein hier in Berlin. Ihr seht es. Hallo, es ist total sonnig. Ich warte mal, bis wir erst mal reinkommen. Also ich bin in Berlin bei der Raus aus der NATO. Nein zu Aufrüstung, Imperialismus und Krieg. Das ist heute hier am Brandenburger Tor vor der US-Botschaft. Und da bin ich heute und ich werde ein bisschen filmen und euch mitteilen, was hier so losgeht. Ich drehe mal hier mit die Kamera mit, damit ihr seht. Es ist ein wunderschöner Tag hier am Brandenburger Tor. Ja. Unser Freund, Heiner ist da, das muss man ja Abstand nehmen. Achso, okay. Unser Freund Heiner, der ist der absolute Friedensaktivist, der mit Friedensaktivisten zu tun hat. Ja, ich gehe mal nachher besuchen, damit man hier Brücken aufbaut. Also ich werde jetzt die Kamera mal umdrehen und werde versuchen, ein paar Leute auch zu interviewen. Ja, ich drehe jetzt mal um. Herzlich willkommen alle. So. Darf ich mit dir sprechen? Natürlich. Hi, wie heißt du? Ups, dein Schild ist umgefallen. Ja. Ich bin Basti. Hi Basti. Auf dem Schild steht, NATO ist kein Verteidigungsbündnis, sondern eine kriegstreibende Organisation. Warum denkst du das? Ich bin da, also die NATO hat sich ja ausgegeben nach dem Krieg als ein Verteidigungsbündnis und haben sich mit den Russen Pakt darauf geeinigt, sich mit der NATO nicht weiter auszubreiten. Ja. Das haben sie aber nach einigen Jahren wiederum schon widerlegt und haben den Warschauer Pakt gebrochen und sind ja, man weiß es ja mittlerweile schon, an der Ukraine dran und sehr nah an Russland vorgerückt. Und ebenfalls ist die NATO der größte Waffenexporteur auf der Welt, mit zwei Drittel Marktanteilen, glaube ich. Und das ist für mich kein Verteidigungsbündnis, wenn man der größte Waffenexporteur ist. Ebenfalls die ganzen Kriege, die ganzen illegalen Kriege, Syrien, Libyen, Irak, Afghanistan, auch Deutschland hat sich daran beteiligt. In Afghanistan mit den sogenannten Helfertruppen, wie würden wir uns denn fühlen, wenn jetzt beispielsweise hier afghanische Panzer oder afghanische Soldaten hier langfahren würden und sagen würden, ja, wir sind hier nur da, um euch zu helfen. Das würde uns ja auch nicht wirklich gefallen. Ja, was sagst du denn zu den Leuten, die sagen, ja, aber wenn es die NATO nicht gäbe, hätten wir viel mehr Kriege in Europa? Nein, da bin ich nicht der Meinung. Es gibt meiner Meinung nach nur sehr wenige kriegstreibende Länder und die leider im UN-Sicherheitsrat sitzen, deshalb auch nicht verklagt werden können. Und wenn man es schafft, wenn man es schafft, die NATO zu verändern oder die UN im Sicherheitsrat zu verändern, meinst genau. du das? Nicht, das meinte ich jetzt nicht, aber... Weil du hattest gerade zum Schluss über den Sicherheitsrat gesprochen. Das sind ja fünf Länder, Großbritannien, Frankreich, Amerika, Russland und China. Ja. Und wenn einer von denen sozusagen einen illegalen Angriff macht, können sie die Vetokarte ziehen und sagen, nee, wir waren nicht schuld. Sollte sich vielleicht da eher was ändern? Ja, man sollte dieses Vetorecht wirklich komplett abschaffen und eventuell den Sicherheitsrat wirklich jedes Jahr oder alle paar Jahre wechseln und das auch vom Volk, finde ich, sollte man das überwachen lassen. Weil wer macht denn noch für uns hier die Politik? Oder wie läuft das denn noch für uns? Es läuft immer schlechter, auch in Deutschland. Ich bin der Meinung, dass es in Deutschland nicht so gut läuft, wie es immer gesagt wird. Aber der Peiniger selber, also hier geht es ja auch um Amerika, ja. hat doch neulich erst gesagt zu Deutschland, also zur Frau Merkel, also wenn ihr unseren Schutz nicht mehr benötigt, können wir gerne nach Hause gehen oder ihr zahlt mehr. Also eigentlich will er ja gehen. Also das habe ich auch gemacht. Ja, und also er will ja gehen. Ja. Warum sagt denn unsere Regierung nicht einfach, okay, 70 Jahre reichen ja?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, sie arbeitet ja gerade daran, eine EU-Armee aufzubauen. Also tatsächlich? Ja, natürlich mit Macron. Dafür wirbt sie ja seit Wochen. Und die haben den Aachener Vertrag erstmal gemacht, damit unsere Polizisten Unruhen in dem jeweiligen anderen Land niederknüppeln können mit anderen Polizisten. Und sie arbeitet mit Macron dran und die haben auch schon darüber gesprochen, einen Flugzeugträger für 6 Milliarden zu bauen. In Deutschland jetzt hier, ne? Deutschland und Frankreich als gemeinsame Sache. Also, warum sagt die Frau Merkel denn nicht, ja, Herr Trump, Sie dürfen abziehen? Das wird wahrscheinlich einfach daran liegen, dass Frau Merkel schon immer eine sehr pro-amerikanische Politik geführt. Das hat ja schon, ich bin ja jetzt nicht so informiert, aber ich weiß nicht. Aber dann bräuchte sie ja keine EU-Armee anzuvisieren. Sie hat also schon Bedenken. Ja, da weiß ich jetzt gerade keine richtige Antwort drauf. Können Sie mir da eine Antwort drauf geben? Naja, also es ist so, im Moment denke ich, ist es einfach so, dass der Trump ist ein Businessman, hat er auch gesagt. Er hat gesagt, als er angetreten ist, also ich bin Businessman, ich bin kein Politiker, mir geht es ums Geld, um die Wirtschaft und ihm geht es ausschließlich um die Wirtschaft. Das heißt, er hat so viele Truppen, vor allem in Deutschland, Italien, Südkorea, Japan, wo die meisten, die größten Besatzungen sind seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und jetzt ist es so, dass der Amerikaner selber kommt und sagt, hey, 70 Jahre jetzt, über 70 Jahre sind wir jetzt bei euch, wird doch eigentlich reichen. Aber die Frau Merkel braucht also eine extra Sicherheit, weil wenn sie da nicht mal mit Amerika kooperiert, muss sie ja irgendwie sich verteidigen. Ja. Also denken die darüber nach, eine EU-Armee zu machen. Ich bin ja Pazifistin. Also ich möchte nur eine Verteidigungsarmee für das eigene Land. Wozu muss man sich denn verteidigen, wenn man wie der Herr Daniele Ganser sagt, man muss sich als Menschheitsfamilie sehen. Ja, aber das ist ja ein langer Weg. Als eine Menschheitsfamilie, ja, aber wenn das... Wir brauchen ja die Zwischenschritte. Das Ziel ist korrekt, aber wir brauchen ja Zwischenschritte. Und jetzt fängt es an. Ich danke dir, Basti. Ich wünsche dir alles Gute. Und wir quatschen nachher nochmal selber. An unsere Werte heute gerichtet. Wir sind heute hier an einem wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich hier bin, scheint die Sonne. Und... ich denke, viele Menschen haben was Besseres zu tun, als hier heute zu stehen und über politische Themen zu reden. Uns geht es gut. Wir brauchen eigentlich nicht klagen. Die einzigen Sorgen, die unsere Kinder haben, sind zum Beispiel freitags zu demonstrieren für eine gesunde Umwelt, für ein besseres Leben, für eine Zukunft, in der ja auch ihre Kinder leben können. Und das alles zeigt eigentlich, wenn wir uns über solche Themen Gedanken machen, dann leben wir in Frieden. Denn ohne Frieden ist alles andere nichts. Uns geht es gut, weil wir in einer friedlichen Gesellschaft leben. Und deswegen ist es leider, weil dieser Frieden schon so lange herrscht, schon über 70 Jahre herrscht, ist er in Vergessenheit geraten und wird als Normalität angenommen. Und wir sind hier ganz normale Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Wir gehören keiner Organisation an. Wir sind keine Altlinken oder Neurechten. Wir sind normale Bürger, die hier an diesem Tag zusammenkommen, um über diesen Frieden zu reden. Und wir haben eine Organisation, die in ein paar Tagen 70 Jahre alt wird. Das ist die NATO. Heute stehe ich hier am 30. März, ein paar Tage vor diesem Jahrestag, und will mit euch darüber diskutieren, ob diese NATO uns diesen Frieden beschert hat und ob sie noch ein Verteidigungsbündnis ist oder andere Zwecke verfolgt. Dazu kann man oder sollte man sich vielleicht ganz neutral Gedanken machen. Man sollte nicht über Ideologie und über Parteilogik rangehen, sondern man sollte einfach die Geschichte befragen. Wie entstand diese NATO? Das war damals 1949, als der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende war. Und zu dem Zeitpunkt gab es dieses neokolonialistische, imperialistische Deutschland, das man besiegt hatte, und man wollte nie wieder so einen Krieg in Europa haben.
deswegen hat man wohl damals als europäisches Bündnis die NATO gegründet. So steht es in den Geschichtsbüchern. Kurze Zeit später ist die USA beigetreten. Und da dieser deutsche Imperialismus nicht mehr da war, brauchte man ein neues Feindbild. Dieses Feindbild sollte dann der Ostblock sein. Tatsächlich war es aber so, dass dieser Osten, dass die Sowjetunion damals Teil dieses militärischen Bündnisses sein wollte. Das hat nicht funktioniert, sie wurden aus politischen Gründen außen vor gelassen. Und man weiß, dass später dann dieser Warschauer Pakt entstand. Nun wird es uns in der, ja, ich will mal knallhart sagen, in der deutschen Propaganda sehr oft andersrum erzählt. Man erzählt, die NATO wäre die Reaktion auf den Warschauer Pakt. Die Wahrheit ist, und das kann jeder in Geschichtsbüchern nachlesen, dieser Warschauer Vertrag, so heißt er nämlich wirklich, Pakt ist immer so ein abwertendes Wort. Dieser Vertrag wurde 1955, 6 Jahre später gegründet, als die BRD der NATO beigetreten ist. Eine Provokation ohnegleichen, denn die BRD, also Deutschland, in ein Teil dieses gespaltenen Deutschlands, hätte doch lieber neutral sein müssen, hätte doch ein Zeichen setzen müssen, dass nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgehen sollte und dass ja diese Aufrüstung nicht auf deutschem Boden passieren sollte. Sie ist aber passiert. Bis heute über den deutschen Boden werden Kriege organisiert, werden Drohnen geleitet, werden Menschen getötet über Rammstein oder Stuttgart und wir sind kein neutrales Land. Das wäre aber mein Wunsch gewesen, das wäre meine Hoffnung, dass ich meinen Kindern erzählen kann, wir sind die Guten, wir wollen Frieden, wir beteiligen uns nicht an Angriffen auf andere Länder. Das ist nicht der Fall, das ist nicht Realität. Und darum stehen wir hier. Wie gesagt, 1955 trat also die BRD dieser NATO bei. Und da sind schon andere Länder wie Griechenland oder die Türkei längst der NATO beigetreten. Da gibt es einen nächsten Punkt, der in der Propaganda immer gerne andersherum dargestellt wird, nämlich, dass uns gesagt wird, es gab ja diese Kuba-Krise und diese bösen Russen, wie man uns das heute weismachen will, hätten dann dort Raketen in Kuba stationiert und damit eine unglaubliche Provokation gegenüber den USA ausgelöst. Tatsächlich, das war eine Reaktion, jeder kann das in der Geschichte nachprüfen, in Griechenland und in der Türkei wurden die Raketen schon viel früher aufgestellt und ja, auch in Richtung Russland ausgerichtet oder damals die Sowjetunion. Das war die Zeit und dann, ich hatte vorhin schon eine Diskussion hier mit einem Herrn, der mir erzählt hat, die NATO ist doch da, um uns zu schützen, vor diesen Ländern, vor den Islamisten und so weiter. Aber gut, zu dieser Zeit hätte man das vielleicht nicht annehmen können. Aber ihr wisst, es gab dann irgendwann 2001 diese Flugzeuge, die in 2 Türme dort gestürzt sind. Und dann sind diese Türme dort eingestürzt. Warum auch immer, das streiten sich die Spezialisten heute, aber das ist auch egal, das ist unwichtig. Die Frage ist, was ist nach dem Ereignis passiert? Es wurde von der NATO sozusagen der Bündnisfall ausgesprochen und die Länder sollten auf einmal zusammenstehen und sich gegen den weltweiten Terrorismus richten. Die BRD und viele andere Staaten sind sofort bedingungslos diesem Bündnis beigetreten. Es war ihnen egal, wer überfallen ist und mit welchen Mitteln, ob Uranmunition eingesetzt wird oder nicht. Bedingungslos. Absurd für jeden normal denkenden Menschen. Aber dieser Fall wurde dann benutzt, um Afghanistan erstmal zu überfallen und zu besetzen. Nun könnte der Herr, der mir eben gesagt hat, ja, wir müssen ja gegen den Islamismus müssen wir angehen, könnte sagen, das war doch richtig. Diese Afghanen, die sind doch in diese Türme gestürzt. Aber dann muss ich sie leider erwidern, nein, in diesen Flugzeugen saßen gar nicht Afghanen. Das waren Saudis, das waren Menschen aus Saudi-Arabien. Aber Saudi-Arabien wurde doch danach nicht überfallen und besetzt, sondern Afghanistan. Wie passt das zusammen? Ja, Saudi-Arabien ist ein Bündnispartner der USA und Saudi-Arabien bombardiert oder beschießt den Jemen mit Raketen.
Frieden und da helfen die USA sogar dabei. Saudi-Arabien unterstützt auch selbst hin und wieder bestimmte Terrorgruppen wie Al-Qaida. Nun ist es ja so, die USA haben uns erzählt, wenn wir gegen den Terror kämpfen müssen in Afghanistan, dann ist das gegen Al-Qaida. Und da gibt es diesen bösen Bin Laden und den müssen wir jetzt stürzen und umbringen. Das haben sie später auch getan, wie ihr alle wisst. Aber der Punkt ist, Afghanistan hat schon einmal mit den USA zusammen gegen die Sowjetunion gekämpft. Und dabei war Bin Laden einer der Kämpfer, der an der Seite der USA gegen die sowjetischen Kräfte dort gekämpft hat. Es ist schwierig, diese Situation zu verstehen. Einerseits, warum soll dieser Bin Laden, der mal der Freund der USA war, auf einmal der Grund sein, Afghanistan zu überfallen? Und warum Afghanistan, wenn dort lauter saudische Attentäter in diesen Flugzeugen saßen? Das sind Fälle, wo man sich fragstellen kann, ist die NATO wirklich ein Verteidigungsbündnis? Aber die Geschichte geht ja weiter. Als sie angefangen haben, Afghanistan zu überfallen, startete ja eine Serie von Überfällen, zum Beispiel auf den Irak, auf Libyen, auf Jugoslawien und auf Syrien. In Jugoslawien wurde zum Beispiel Uranmunition eingesetzt. Uranmunition strahlt tausende von Jahren. Ich hoffe, dass die Kinder, die jetzt immer freitags demonstrieren für die Umwelt, dass die auch daran denken, dass diese verdammte Uranmunition ganz schlecht für die Umwelt ist. Die Grünen jedenfalls, die Partei der Grünen, hat da nicht dran gedacht. Die waren für Jugoslawienkrieg, die sind auch für viele andere Kriege und es stört sie offensichtlich nicht, dass strahlende Uranmunition eingesetzt wird, um dort politische und strategische Ziele zu erreichen. Als die NATO also diese Wendung nahm und uns klar aufzeigte, dass sie kein Verteidigungsbündnis mehr ist, änderten sie auch ganz offiziell ihre Doktrin. Die NATO-Doktrin war am Anfang eine Doktrin von Toleranz, Entspannung und Verteidigung. So hat man es uns immer wieder erzählt. Man wollte nicht provozieren und man wollte den Frieden sichern. Aber als dann diese Überfälle losgingen, hat man diese Doktrin umbenannt in eine, die nach ihren Worten aktives Eingreifen lautet. Aktives Eingreifen bedeutet ganz klar, wir verteidigen nicht unser Gebiet und unsere NATO-Länder, sondern wir gehen out of area, sie gehen also raus in die Welt zu anderen Ländern und bringen den Kampf dorthin. Ich hatte ja eben, wie gesagt, eine Diskussion mit einem Mann hier, der meinte, das wäre richtig, wir müssen ihnen den Frieden bringen. Und ich habe gefragt, funktioniert das wirklich? Was ist, wenn jetzt in meinem Nachbarhaus Unfrieden herrscht, wenn dort immer mal wieder irgendwas Prügeleien losgehen? Wenn ich reingehe und die verprügle, wenn ich denen was antue, wenn ich die wegsperre und wenn ich jetzt dieses Haus besetze und sage, ich bleibe jetzt hier mal sitzen, damit ihr verdammt nochmal in Frieden lebt. Meint ihr, das wird funktionieren? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass irgendjemand einen anderen in seinem Haus haben will. Aus welchen Gründen auch immer. Außer, er hat ihn als Gast dorthin eingeladen. Und deswegen bin ich, und das mag meine Meinung sein, bin ich der Meinung, dass wir diese völkerrechtlichen Kriege nicht unterstützen dürfen. Wir dürfen nicht andere Länder nach unserem Dünken umgestalten. Das müssen diese Menschen dort vor Ort selber tun. Und wenn wir überhaupt eine Weltpolizei haben, dann sollte die von allen Nationen dieser Welt gestaltet werden. Und man darf nicht bestimmte Länder oder Blöcke auslassen und sagen, ja, das sind die Bösen vom Warschauer Pakt. Das funktioniert nicht. Und deswegen stehen wir hier, weil wir Dialog einfordern und weil wir möchten, dass wir und unsere Kinder in Zukunft auch in Frieden leben können. Und das betrifft uns gerade hier in der EU oder in der BRD. Wenn wir uns Gedanken machen, ob wir hier ein Verteidigungsministerium haben. Was glaubt ihr oder Sie, haben wir eine Verteidigungsministerin, wenn unsere Soldaten an 13 verschiedenen Auslandsstandorten sind, wenn sie dort helfen, bestimmte politische Interessen durchzusetzen, zum Beispiel in Nordafrika mit den Franzosen zusammen. Ist das eine Verteidigungsarmee?
Da kann man sich drüber streiten und ich finde es gut, wenn sich Menschen darüber streiten, damit das Thema überhaupt lebendig bleibt. Ich persönlich bin der Meinung, dass das mit Verteidigung nichts zu tun hat. Dass ich nur eine Region verteidigen kann an den Grenzen dieser Region und nicht nur hinaus. Deswegen würde ich solche Institute auch niemals Verteidigungsministerium nennen, sondern Kriegsministerium. Früher hatte man diese ehrlichen Namen und das war auch richtig. Nun ist ja die Diskussion, ob man eine EU-Armee schaffen sollte. Und eine EU-Armee würde ja bedeuten, dass wir mit den anderen EU-Staaten zusammenarbeiten und gemeinsam unsere Außengrenzen verteidigen. Da wäre ich absolut dafür. Aber wenn eine EU-Armee geplant ist, die dann auch wieder in Nordafrika eingesetzt wird, die in Syrien eingesetzt wird oder nachher vielleicht noch im Iran die Regierung wechseln soll, dann bin ich nicht dafür. Dann bin ich dagegen und genau diese Gefahr besteht. Und ich möchte euch ein ganz wichtiges Indiz liefern, warum ich diese Gefahr sehe. Unsere sogenannte Verteidigungsministerin fordert einen Flugzeugträger für die EU. Ein Flugzeugträger ist keine Waffe, mit der man irgendwo so eine Landmasse verteidigt. Ein Flugzeugträger ist ein Instrument, das seht ihr überall in der Welt, in der Weltpolitik. Ein Flugzeugträger wird eingesetzt, um irgendwo anders, weit entfernt von der eigenen Grenze, politische Interessen durchzusetzen, um Druck auszuüben, um bestimmte militärische Aktionen dort zu unterstützen. Wenn die EU also einen Flugzeugträger fordert, dann soll das keine Verteidigungsarmee werden. Vielleicht doch, vielleicht bin ich da übervorsichtig, aber aus meiner Sicht sind Flugzeugträger keine Verteidigungswaffen. Das sind Waffen, um politische und wirtschaftliche Interessen durchzusetzen. Und wer so etwas fordert, will genau das. Der will die eigene Macht stärken und die Macht der anderen herabsetzen. Und so sollte aus meiner Sicht Politik nicht funktionieren. Und deswegen stehe ich hier, weil ich der Meinung bin, wir sollten aus der NATO austreten und wir sollten ein wirkliches Verteidigungsbündnis fordern, das sich nicht einmischt in die Gesamtpolitik. Denn die Gesamtpolitik dieser Welt... Ich zeige euch mal ganz schnell, weil nebenan ist noch eine Demo, die relativ ähnlich ist, aber die wollen nicht dabei sein. Die sind also nicht kooperativ miteinander. Und ja, solange wir keine einheitliche Politik haben, mit der wir alle Und daneben ist jetzt noch mal eine kleine Gruppe. Ihr seht also, die Kooperation zwischen den Friedensgruppen ist nicht gerade gut. Sie stehen aber alle nebeneinander. Mir geht es mehr um Venezuela. Stopp Trumps Venezuela-Coup. Vaya a Venezuela y viva un mes, vaya. Ni siquiera venezolano, usted no sigue hablando como si fuera venezolano. ¿Pero por qué? Eres una persona consciente. Yo soy consciente, no tuve que irme de mi patria. Hier wird sich jetzt gestritten wegen Venezuela. Das ist jetzt schon. Pache, Pache, por favor, Pache. Hier wird auch diskutiert. Pache, por favor. Yo soy venezolano, usted no es venezolano. Es
hacia mi viejo contar su historia, hermosa como iglesia chiquita, donde florecen las trinitas. Siempre hay mi tierra bonita, donde florecen las trinitas. Siempre hay mi tierra bonita. Also ihr seht, ich mal dreh mal um. Ihr seht, was hier so los ist in Berlin. Also hier sind drei verschiedene Friedensgruppen. Die kooperieren nicht wirklich miteinander. Da drüben wird sich sehr gestritten bei den Venezuelern, weil die einen sind dafür, die anderen dagegen. Es ist nicht so unbedingt schön. Aber hier kooperiert kaum jemand miteinander. Jeder hat sein Thema, was auch okay ist. Also es ist ja nicht so schlimm. Aber merkwürdig ist es schon. Ich gehe jetzt mal zu Frank Geppert zurück. Es geht ja um 70 Jahre NATO. Am 4. April 1949 wurde die NATO gegründet. Und wie wir wissen, verschlingen die immer mehr Gelder und sind in vielen illegalen Kriegen einfach mit drin. Und darum geht es mir heute auch. Deswegen bin ich hier. Aber natürlich sind die anderen Demonstrationen genauso viel wert und auch wichtig, dass man Aufmerksamkeit bekommt. Und aber da bei den Venezualiern da drüben, da geht es ganz schön ab. Jetzt fährt da auch so eine Polizei drumherum. Die streiten sich ein bisschen da drüben. Die einen wollen, sind dafür, dass die Amerikaner reinkommen und Guaido, und die anderen möchten, das bitte. Und die schimpfen immer noch da drüben. Also die haben da Probleme miteinander, weil keiner kennt die Wahrheit. Aber es gibt Völkerrecht, es gibt das Völkerrecht, und das hat auch Gesetze. Und normalerweise darf nicht einfach ein Interimspräsident ernannt werden in Venezuela. Manche Länder haben das schon anerkannt, auch Deutschland hat das anerkannt. Ich gehe mal zu dem WDR-Typen rüber, weil der, den informiere ich mal, dass er mit seiner Kamera rübergehen kann oder so. Interessant wäre für dich, die streiten sich da, ne? Venezuela untereinander. Ja, das ist ja nicht meine Aufgabe heute. Ach so, okay, du hast eine andere Aufgabe. Ja, jeder hat so seine Aufgabe hier. Also meine Aufgabe ist, euch zu zeigen, was hier in Berlin los ist, dass es vor allem 70 Jahre NATO auch ausreicht. Ich bin ja Pazifistin, wie ihr wisst, und deswegen habe ich keine Lust darauf, dass weiterhin hier Atomwaffen lagern oder auch Rammstein existiert oder Büchel oder Afrikom oder. Ja. Und ich meine, Trump hat ja auch schon gesagt, dass er eigentlich abziehen will oder mehr Geld verlangt. Und solange die EU-Armee wahrscheinlich noch nicht aufgebaut wurde von Macron und Merkel, bleibt das jetzt erstmal so, wie es ist. Und dann wird sich wahrscheinlich verabschiedet, weil es kann ja sein, dass der Trump nochmal gewählt wird und dann bleibt er bei seiner Meinung und vielleicht löst sich das dann irgendwie auf und wir haben halt was Neues. So, Frank Geppert ist jetzt fertig, jetzt kommt der Haken. Folgende Überlegung. Flugzeugträger von der Verteidigungsarmee, völlig überwacht. Also legt das Ganze eigentlich nur den Schluss nahe, die Bundeswehr wird verkleinert oder ganz aufgelöst und geht später in einer EU-Armee auf. Und diese EU-Armee ist dann nicht mehr dem Grundgesetz unterworfen, aller Wahrscheinlichkeit nach. Und somit können Angriffskriege geführt werden. Ganz offiziell. Ich meine, das macht die NATO ja letztendlich sowieso. Sie sagen zwar nicht, dass sie behaupten, es sind humanitäre Einsätze und. Sondern im Jugoslawienkrieg gesehen, was das für ein humanitärer Einsatz war. Auch dort wurde die U-Munition verschossen. Eine strahlende Hinterlassenschaft
für zig Millionen, für eine halbe Million Jahre. Wie kannst du das alles auswendig lernen? Überall. Ich habe jetzt nicht einmal auf den Zettel geguckt. Ich gucke, ob ich was vergessen habe. Das habt ihr alles der NATO zu verdanken. Der humanitäre Armee. Vielleicht Paula noch. Oder auch nicht. Ja, und dann machen wir ein bisschen Musik, dass wir ein bisschen gehen können. Die Kriege der NATO drehen sich in aller Regel um Rohstoffe. Um Öl, um Gas, um seltene Erde. Komm, dann nehmen wir gleich bei. Was läuft in Mali ab? In Mali gibt es Uran, was wiederum nicht gebraucht wird für Atomkraftwerke. Dort gibt es seltene Erden. Schon ist die NATO da. Die Franzosen, die Deutschen. Warum? Warum mischen wir uns in fremde Länder ein? Und wie skrupellos die Amerikaner ja teilweise vorgehen, sieht man ja in Hiroshima. Damit ging das ganze Elend los. Es wurden einfach zwei Atombomben geworfen auf Zivilisten, auf große Städte, Nagasaki und Hiroshima. Es wurde einfach maximale Tötung mit dem kleinsten Aufwand betrieben. Ist das mit Menschenrecht zu vereinbaren? Nein, ich sehe da keine Vereinbarkeit. Hier ist auch jemand mit einem Aufstehen, Fahne dabei. Da gehe ich mal hin. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn ganze Kontinente verstrahlt werden mit Uranmunition. Darf ich mit dir sprechen? Ich bin live. Und das Schöne ist, so zeigt man, gebaut, produziert. Auch Deutschland produziert Schulmunition. Sie ich wollte nicht mit mir sprechen, hat sich wahrscheinlich nicht getraut. Verboten. Und was darf es nicht geben? Wir leben nicht mehr in Neandertal, sondern in einer angeblichen Zivilisation. Und da sollte man niemanden töten, oder? Steht schon in den 10 Geboten, bei allen Religionen übrigens. Du darfst nicht töten. Ja? Aber wenn denn eine christliche demokratische Partei, christlich-demokratische Union, wenn denn Leute sagen, wir müssen doch Waffen verkaufen, die armen Arbeitsplätze, die Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie. Ja Leute, dann bin ich da ziemlich taub. Die Leute könnten auch was Sinnvolles machen, außer an Beihilfe an Töten zu leisten, oder? Ja, die Amis sagen, Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen. Ja, aber die Waffen sind schon mal ein gutes Hilfsmittel, um bequem zu töten. Uranmunition tötet Generationen oder schädigt Generationen, aber wenn es um Rohstoffe geht, das Öl seltener Erden, dann ist diesen Eliten, die das alles befehlen, völlig egal. Und ihr müsst euch klar machen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sämtliche Armeen letztendlich nur die Gewalt der Eliten sind. Die obersten Führungseliten, die uns auch nicht befragen, sondern uns auch nicht Müll folgen. Ja, wie war das im Kürbungskrieg? Man will ethnische Säuberung finden, humanistischer Einsatz, bla bla bla. Was hat die NATO da gemacht? Und das Deutschland, der Schröder hat zugegeben, es war ein völkerrechtswidriger Eingriff dort. Aber unsere Medien erzählen uns die ganze Zeit was vom humanitären Einsatz, damit wir alle die Schnute halten und das Ganze auch noch befürworten. Das waren vorsätzliche Lügen und Propaganda, die uns um die Ohren gehauen wurde. Und so läuft das jetzt auch mit Zähler. Das stimmt, was die uns erzählen, die Medien. Wenn die EU einen Übergangspräsident, einen Selbsternannten, als akzeptieren, als Machthaber, dann stimmt da was gewaltig nicht. Herr Maduro wurde offiziell und demokratisch gewählt. Diesen zu beseitigen, ist ein Staatsstreich, ein Putsch.
Das erzählen uns unsere Medien nicht, sondern sie erzählen uns irgendwelchen rührenden Kram, damit wir glauben, das hat alles seine Richtigkeit. Das hat aber nur die Richtigkeit für die Herr und Damen aus den oberen Etagen, die Herr Maduro weghaben wollen, weil Herr Maduro sich vom Petrodollar trennen möchte. Das ist wahrscheinlich der Grund für die ganze Nummer. Die Amerikaner brauchen einen Präsidenten in Venezuela, der das macht, was sie wollen. Das heißt also auch die Währung Dollar weiter benutzen für Ölverkäufe. Venezuela ist immerhin der drittgrößte Öllieferant weltweit. Deswegen ist auch klar oder sehr wahrscheinlich, warum dort eine bezahlte Opposition vom Westen bezahlt wird. Und was Ähnliches hat man in der Ukraine schon. Da war auch der Westen, der die Oppositionellen bezahlt hat. Und diese Gruppe rennt jetzt teilweise als Nazis rum. Azov-Bataillon mal Stichwort. Leute, die absolut nazimäßige Ideologie und Brutalität auf die Straße bringen. Und davon hört man in unseren westlichen Medien auch so gut wie nichts. Keine Kritik, nichts. Aber über Maduro, da wird geredet. Ja, Putin hat die Krim annektiert, heißt es immer wieder. Nein, hat nicht. Die Leute, die Bevölkerung hat sich in einem Referendum dafür entschieden, sich Russland anzuschließen. Dieser kleine Fakt wird immer wieder von unseren Medien ausgeblendet und uns sonst irgendwelcher Quatsch erzählt. Leute, denkt mal bitte drüber nach. Kann man eine oder sollte man eine Entscheidung der Bevölkerung akzeptieren? Ja oder nein? Wenn ihr sagt nein, dann frage ich euch, was ist für euch Demokratie? Kommt doch die Entscheidung an! Das kann man... Nee, also... kommt doch an, welches... Für was? Wer das Volk sich dafür entscheidet? Wieso bist du der Meinung, es kommt auf die Entscheidung an? Also, wenn das Volk entscheidet, dass es Umwelt wichtig ist, dass man da was machen soll, dann würde ich sagen, das hat das Volk recht. Zum Beispiel. Ja, und wenn das Volk sagt, wir müssen jetzt für die Umwelt machen, dann hat das Volk nicht recht, oder wie? Dann hat das Volk nicht recht. Die Wissenschaftler sagen, dass das Volk nicht recht hat. Dann. Ja, und welche Wissenschaftler wird bezahlt, die hat so viel Gedanken mal gemacht? Also die Wissenschaftler machen das alles so fürs Geld. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, die haben den Standpunkt, und dann gibt es Wissenschaftler, die haben einen anderen Standpunkt. Weißt du eigentlich, dass im Moment für haufenweise Bäume abgeholzt werden? Das wusste ich noch nicht. Ja, weil diese Bäume das alles abschirmen. Es kommt 5G durch die hohen Frequenzen, kommt durch Bäume. Ja. Und nun gibt es auf einmal irgendwelche Parasiten auf einmal, ganz spontan, die es früher nie gegeben. Und die Bäume müssen angeblich wegen Parasitenbefall gerodet werden. Ja, darüber weiß ich zu wenig. Wir wissen über alles zu wenig. Aber findest du das nicht auch ziemlich übel fürs Klima, wenn Bäume abgeholzt werden? Weißt du, was richtig den Klimawandel beeinflusst? Die Abholzung der Regenwälder. Moment, und das US-Militär ist der größte Umweltverschmutzer der Welt. Mikro, wenn ihr miteinander reden wollt. Ja. Ah, zwei Mikros, ja. Super. Sag doch noch mal irgendwelche Aussagen und dann gucke ich auf die logische Bitte. Ja, zum Beispiel geht es ja hier angeblich um Umweltschutz. Ne? Die Regierung will ja angeblich Umweltschutz. In der Leipziger Straße zum Beispiel ist eine Tempo-30-Zone. Aus Luftreinhaltungsgründen. Ja? Ist das bekannt? Ja, ob das was bringt, weiß ich nicht. Wir müssen alle von den Autos weg einfach, aber das geht nicht, weil wir alle süchtig sind auf den Autos. Jetzt. Autos sind wie Drogen und Autofahrer sind wie Konsumenten und die kriegen auch nicht mit, dass es irgendwie die Umwelt zerstört oder irgendwie schädigt. Die machen das einfach, weil sie sind süchtig danach. Ich komme mit viel von einer OP, ob Asthmatiker Stimmung ist abgekriegt, ist mir scheißegal. Ja, aber dummerweise verbrauchen Autos bei Tempo 30 in aller Regel mehr als bei Tempo 50. Nein, die Autos müssen komplett weg, aber wir können nicht weg. Es ist ein Dilemma, es ist einfach nichts zu machen, Mann. Wir müssen die Autos loswerden, aber wir können es nicht. Du kannst ja für dich entscheiden, dein Auto loszuwerden, wenn du eins hast. Ich scheiße auf Autos, Mann. Ich habe Asthma, ich kann Autos nicht ertragen. Ich mag halt gute Luft. Aber die Ölindustrie steckt da dahinter. Lass uns wieder über die NATO reden. Ja, und die NATO ist das Thema. NATO können wir auch nicht ändern, anscheinend. Was können wir denn dagegen machen? Wir können die NATO ändern. Wenn wir sehr mal, lustig, wir können nichts ändern. Einfach mal gemeinsam an einem Strang ziehen, was hier anscheinend nicht mehr zwischen den Demos so richtig funktioniert. Das müssen wir aber lernen. Alle zusammen an einen Strang zu ziehen
sondern damit wir was bewegen können. Jetzt sag doch mal konkret, was es heißt. An einem Strang ziehen hört sich ja logisch und toll an, aber was meinst du denn konkret? Was sollen wir denn wirklich gemeinsam, wie sieht der Strang denn aus? Wir müssen uns zusammenfinden und gemeinsam Protest üben in einer größeren Menschenmenge. Nur wenn wir in Millionenstärke zum Beispiel auftauchen irgendwo, können wir unsere Forderungen durchsetzen. Ansonsten werden wir gar nicht gehört in diesem Land, in dieser Demokratie. Du kannst Petition machen, wie du willst, interessiert mich. Hier scheint wirklich nur noch größere Volksversammlungen auch was zu bewirken. Und wenn wir jetzt wirklich so eine große Versammlung haben, warum sollten Sie sich davon beeindrucken lassen? Aber Schatzi, wenn jetzt Deutschland raus aus der NATO. Aber oben, die NATO hat ja oben stark gehalten eigentlich, von 45 bis jetzt. Egal, macht andere Redebeiträge. Ja, also liebe Kinder, ihr sagt, hübsche Dame haben wir ja auch. Ja, aber man hört sie nicht. Man hört sie nicht. Aber sie ist so hübsch. Ich habe schon mal Salam. Die NATO hat Europa stark gehalten eigentlich. Eigentlich ist das richtige Wort in dem ganzen Satz. Im weißt du, wir hatten Russland. Wo kommst du her? Ich komme aus Rumänien. Ach, Rumänien. Ja. Ich dachte, arabische Länder. Ich Polen. Aber ich bin deutsche Staatsangehörige. Ach, hier, Rumänien. Ich komme aus Polen, aber als Kind gekommen. Ja, was? Manche kommen mit russischer Fahne. Der Russe wäre, wenn er anders gemacht hätte, wäre schön. Er hat alles geklaut. Ja, warum sind jetzt Polen alle hier? Die mussten alle für Russen alles gehen. Das alle ist 75 Jahre her. Schatzi. Die Welt und die Industrie alle hat sich verändert. Alle schimpfen auf Hitler. Russen haben das gemacht, was Hitler gemacht hat. Nur er hat gemordet. Also für mich ist es klar, wer es ist. Es ist die Wirtschaft von Finanzindustrie. Polen, die aus Rumänien. Ja, aber die Finanzindustrie, die finanziert ja, alle Kriege. Deswegen ist es völlig wir sind beide Schwestern. Ich habe sowieso noch eine Schwester. Ja, du liebst mich, ich liebe dich. Aber ich bin gegen Einsatz von Atomwaffen und Waffen allgemein. Weil wir Warschauer Pakt sind. Wir waren beide Warschauer Pakt. Nein, Rumänien war ein Exempel im Ostblock. Rumänien hatte weder am Schluss, weder mit Russland noch mit Amerika zu tun. Deswegen sind sie verhungert. Das war ein illegaler Angriffskrieg auf unser Bundeskanzler Herr Gerhard Schröder hat im ZDF gesagt, der Angriff auf Jugoslawien war ein illegaler Angriffskrieg und nicht von der UN genehmigt, hat er gesagt. Über eine Million Leute wurden vertrieben von Serben. Ja. Und wer sind denn die Friedensengel auf der Welt? Wer sind die sich moralisch über den Dingen stellen und sagen, wir bringen durch Bomben Frieden? Wer kann sich da hinstellen und wer darf es? Darf denn Afghanistan uns einfach angreifen, wenn wir hier alle gegen Merkel auf die Straße gehen? Dass die NATO hat ein ganzes Volk gerettet damals. Das weiß ich ganz genau, weil der... Und wie viele, die dritte Generation hat schon teilweise gekriegt, sind Uran, depleted Uranium ist dort eingesetzt worden. Und die Krebsraten sind so hoch. Nein. Haben Sie denn schon ein paar Bücher gelesen über illegale Kriege? Ich bin halb Tscheche, halb Mazedonien. Ja. In Mazedonien ist die Grenze mit Kosovo. Ja. Tschernobyl war doch kein Angriff. Nein. Das war ein Unfall. Aber die Leute, was die heute sterben, ja. Ich habe das in einem Bericht im Fernsehen gesehen, dass die Wissenschaftler haben gesagt, dass 2016 bis 2022 sterben viele Leute davon. Und geht es jetzt? Jugoslawien und die abgespalten Serbien, Kroatien und wie sie alle heißen, geht es denen gut? Wirtschaftlich nicht, aber... Warum nicht? Warum geht es denen wirtschaftlich nicht gut? Wer hat die Aufträge nach dem Krieg bekommen? Welche Aufträge? Um es wieder aufzubauen. Die brauchen nicht dort. Also warum sind denn dann immer noch NATO-Stationierungen dort? Warum? Ja, gibt es immer noch einen Grund, um... Serben sind gefährliche Volk. Und das heißt also, die NATO sorgt dort für Frieden? Ja, genau. Und wenn die NATO weg ist, gibt es Krieg? Ja, dann gibt es Krieg. Ah ja, und wer hat denn Deutschland angegriffen seitdem? Ergänzt, ich weiß nicht, was ich ungefähr noch sagen soll.
Warum brauchen wir das? Warum ist Deutschland in 13 Ländern? Wissen Sie nicht, ne? Es ist, ich kann Ihnen ein Wort sagen und darüber sollten Sie nachdenken. Militärisch-industrieller Komplex verbraucht in Amerika 800 Milliarden Dollar, auf der ganzen Welt 2 Billionen. Wissen Sie, dass man, wie viele Menschen man retten kann mit über 2 Billionen? Das weiß ich ganz genau. Ich glaube, da rettet man wesentlich mehr Menschen. Diese Sache ist so kompliziert, dass man muss monatelang. Es ist nicht kompliziert. Man bringt keinen Frieden mit Töten. Wir sagen das Gleiche, was eben Brand gesagt hat. Nicht so gut formuliert, wie er das passend manchmal bei einer wirklich wunderbare Rede. 1,2 Millionen Tote in Afghanistan. Ist das Frieden? Nein. Haben wir eine Berechtigung, uns Friedensbündnis zu nennen, wenn wir ein... Die Frau Albright wurde mal gefragt, ob es Sinn gemacht hatte, in den Irak reinzugehen, weil 500.000 Kinder und Frauen gestorben sind. Sie hat gesagt, ja. Das hat sich gelohnt, in Irak. Das ist die Antwort der reichen Menschen. Es geht da weiß ich ganz genau, wir reden auch darüber, wie wir den neuen Namen Imperialismus. Wissen Sie, warum denn die NATO überhaupt geholfen hat in Jugoslawien? Was war denn Ihr Ansporn? Warum sind wir nicht in der Ukraine jetzt? Warum sind wir da nicht? Weil Russland ist auch stark. Jugoslawien sollte angebunden werden an die EU und an die NATO. Das ist der einzige Grund. Frieden, denken die Menschen, genauso wie die Menschen in Ostdeutschland gedacht haben, weil sie auf die Straße gegangen sind, hat sich das System verändert. 2 Jahre zuvor hat Herr Kohl zusammengesessen mit der DDR-Seite und mit den Russen und haben gesagt, Leute, wir müssen ändern, weil das Geld ist nicht mehr da. Es geht hier nie um Frieden. Also ich bin selber froh, dass die NATO damals hat Die Presse. Aber warum sind Sie hier und nicht zu Hause? Ich bin seit 1978 hier. Ja, weil Sie fliehen mussten. Nee, ich musste nicht fliehen. Die amerikanische Nachrichtenagentur, Reuters, das von denen, die Nachrichten genommen werden, und die werden dann weitergegeben. Das kommt alles dann, vom Westen. Es kommt nicht vom Osten, es kommt nicht von China. Familie dort jedenfalls sehr wenige Berichte, von denen ich lese, sehr wenig aus Australien, sehr wenig aus Japan. Südafrika, Afrika, es kommt sehr viel aus dem angloamerikanischen Raum. Und dann könnte man schon vermuten, dass unsere Presse in gewisser Weise einsinnig ist. Jetzt fragt man sich, was soll das dann mit Volksabstimmung? Also Sie glauben, dass Bombenfrieden bringt? Hat denn nicht jedes Land selber Recht darauf, sich selbst, aus sich selbst, auch wenn Verluste natürlich entstehen, aber aus sich selbst eine Regierung abzuwählen, eine andere System einführen? Ja, aber wenn der andere lässt nicht, und, dann braucht man Hilfe. Und also einer ist der Retter. Der Retter, der moralisch überlegen ist und sagt, wir bringen Frieden mit Bomben, der ist richtig. Damals war ich sehr jung. Die zweite Sache ist das, dass wir für die Gemeinschaftsökonomie sind. Das ist eine Bewegung. Es geht doch darum, Interessen. Ich meine, warum sollte die NATO denn Jugoslawien helfen? Es geht immer. NATO hat nicht Jugoslawien geholfen. NATO hat jetzt ist der Name entfallen. Das gibt es in meinem Land. Es ging jetzt, Und da muss man halt mit Bomben kommen, sonst hilft es nicht. Ja, die Regierung sitzt auch okay. Vielleicht mit Frieden? Nein, ach, das ging nicht. Aber dann ist es doch eine Sache zwischen Kosovo und Serbien. Das ist doch keine Sache von der NATO. Die müssen doch miteinander kämpfen, wenn sie sich nicht gut fühlen. Aber da hat er gedroht, die ganze Europa zu zünden. Gedroht haben schon Millionen Menschen. Trump hat Nordkorea gedroht und was hat er gemacht? Jetzt ist erste Zuglinie frei von Südkorea nach Nordkorea. Das erste Mal seit über 70 Jahren. Ohne Bomben. Eine freie Zugstrecke. Ich habe meine NATO, also über NATO sage ich, dass ich habe meine Meinung. Ich will mal mit dem Wort.
hat er diese Volk in Kosovo, diese Albaner, ist nicht alles, gerettet damals. Aber ohne Frieden und, ist alles nichts. Also das zählt für mich. Das andere, diese Imperialismus, was steckt da drin? Das interessiert mich. Und hallo, wer verdient am Schluss an allen Kriegen? Wissen Sie das? Die Banken und die Finanzen, alle. Schon vom vor dem Ersten Weltkrieg, schon im 30-jährigen Krieg, im Zweiten Weltkrieg, in jedem Kriegen. Die meisten, die daran wirklich verdienen und die möchten, dass Menschen sich streiten. Das ist nämlich auch ein gemachter Streit in vielen Ländern. Da müssen Sie mal ein paar Bücher lesen. Zum Beispiel hat der Daniele Ganser ein Buch geschrieben über Geheimarmeen, der NATO. Geheimarmeen, von denen wir nichts lesen. Die gehen in Länder rein und destabilisieren sie. Das stimmt. Bomben bringen keinen Frieden. Die können keinen Frieden bringen. Und warum sind die denn immer noch da? Warum gehen die nicht zurück? Die NATO ist stationiert dort. Ja, wie viele Jahre? Wie bei uns? 70 Jahre in Deutschland? Brauchen wir noch Stabilisation? Braucht Südkorea? Südkorea hat 36.000 amerikanische Soldaten stationiert. Italien hat über 20.000 Soldaten stationiert. Japan hat 28.000 amerikanische Soldaten stationiert. Seit über 70 Jahren. Wir reden jetzt über NATO. Das ist doch die NATO. Und das weiß ich, dass NATO hat er damals eine ganze Volk gerettet. Das sagen Sie. Das sagen Sie. Ja, aber die haben Ultimatum gegeben. Die hätten sich auch alleine gerettet. Aber sie hätten sich alleine gerettet. Nein. Woher wissen Sie das denn? Ja, weiß ich ganz genau. Dann hätte man Krieg geführt, wie jedes Land ein Jahr oder zwei, dann wäre es vorbei gewesen. Ja, aber warum müssen Sie sich denn äußere an? Mit NATO-Bombardement sind zum Beispiel 200-300 Leute. Kroatien ist doch jetzt in der NATO drin. Ja. Das war doch der Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache. Ja, nicht ja. Wir wissen doch. Nur ob dieser Volk da was durch NATO ist gerettet worden. Nur das. Das andere. Und wie viele sind gestorben bei den Bombardierungen? Das nimmt man in Kauf. Sagen wir mal so, 300, aber davor, wissen Sie, wie viele davor sind gestorben? Aber Sie wissen schon, dass diese KZ-ähnlichen Zustände, die waren gelogen. Das ist in Serbien. Nein, das war nicht in Serbien, das war in Bosnien. Ja, das war gelogen. Sie haben es aufgedeckt schon lange und die sind Bilder gewesen. Das sind Bilder gewesen aus einem Flüchtlingslager. Das hat man schon bewiesen. Selbst in den öffentlich-rechtlichen Medien wurde das gezeigt. So viele Leute sind gestorben. Wissen Sie warum? Weil man die Deutschen triggert, wenn man sagt, KZ-ähnliche Zustände. Ist sofort die Armee da. Deutschland darf nach dem Grundgesetz in kein anderes Land rein. Wir waren dabei und haben bombardiert. Okay. Deutschland darf das nicht. Darf nicht und bin damals auch gegen CETA haben wir auch über eine halbe Million. Damals war 2015 im Oktober hier in Berlin. Mit Recht hat der Demonstration weit über eine halbe Million. Das ist kein Recht. Da gebe ich Ihnen Recht. Ja, und egal. Und vor allem die Leute gehen einfach so weiter. Wissen Sie, in Rumänien hat man den Ceausescu einfach ermordet und gegen die Wand gestellt. Mit CIA-Kräften. Aber wissen Sie, jedes Volk kann aufstehen und braucht keine Bomben. Die haben aufgestanden. Ja, natürlich. Aber es waren nicht 300 Tote. Ohne Arm, die waren da. Die waren 40 Jahre unterdrückt von den Serben. Ja, dann lass uns doch überall reinreiten, wo Leute unterdrückt werden. Komm, überall, zack, NATO rein. Wenn kein Interesse. Jetzt zum Beispiel Venezuela ist ein Interesse. Es ist immer ein Interesse der NATO. Das jetzt weiß auch jeder Kind, dass das Interesse sind. Eben. Aber Bomben bringen keinen Frieden. Nein. Und mittlerweile sind unsere Soldaten zum Ende gekommen als ihre Großväter. Und wir haben damals bei der Wiedervereinigung gesperrt, beim deutschen Willen soll nie wieder Krieg ausgehen. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, wer kennt die Shanghaiser Organisation für Zusammenarbeit, die SOZ? Ich. Hey, sehr schön. Das ist nämlich ein Zusammenschluss von Ländern wie China, Russland und Indien und weiteren, die 40% der Weltbevölkerung ausmachen.
Und die Organisation hat gesagt, dass sie es halt für Wirtschaft und Handel, aber auch für Frieden und Verteidigung zusammenarbeiten. Und da ist wirklich mit den USA schon als Anti-NATO oder Warschauer Pakt 2 beschimpft. Und wenn man sieht, dass unsere Soldaten schon den Osten gehen oder weiter, da ist halt nicht nur Russland, sondern da kann ein riesengroßer Flächenbrand entstehen. Ja, ja, das mit den Bomben und Frieden, die Retter der Welt, da müssen wir alle nochmal nachdenken. Was die Chinesen alles schon in der Weltraumfahrt leisten. Und ich war überrascht, ich wusste nichts davon. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Was wisst ihr, dass die Chinesen eigentlich schon die Europäer überholt haben? Dass die jetzt auf die Rückseite... Ich lege euch mal kurz zur Seite, weil ich was aus meinem Rucksack holen muss. Und all diese Dinge werden uns gar nicht erzählt, weil immer nur der Westen die Guten sind. Ja, nur die Amerikaner dürfen auf den Mond fliegen. Und die andere Seite, das sind immer so diese Dunkelwesen, die irgendwie in der Vergangenheit leben würden. So ähnlich stellt man das dar. Aber so ist die Welt nicht. Die Welt ist, ja, da sind normale Menschen, so wie du und ich, und die können dasselbe leisten wie wir oder können genau solchen Unfug machen wie wir. Und darum sollten wir, glaube ich, auch mit all diesen Menschen im Dialog sein und uns nicht von diesen Medien aufhetzen lassen, genauso wie du das jetzt gerade sagst. Genau, danke für die Ergänzung. Und darum geht es, vom Mensch zu Mensch, aber handeln über die Grenzen hinaus. Da gab es eine schöne Russland, die jedes Jahr rüberfährt, vom Mensch zu Mensch, darauf kommt es an. Und die Probleme sind überall gleich auf der Welt. Furchtbar, genau. Der Herr Putin hat das gleiche Gesetz beschlossen wie wir mit Paragraph 13. Wir noch weiter, da geht auch knallhart die Regierungsgegner vor und Kritiker. Also unser Herr Putin. Und genauso, wir müssen wieder klar gehen, wenn wir von bösen Diktaturen da drüben. Aber man muss ja von allen Seiten das betrachten, gesagt. Und die Herrschenden, die Politiker, die Belohnungshilfe zu den Heimland, die werden immer gegen die Opposition und gegen die Widerstand läuft. Der hat die Sache der Macht. Macht. Nur die bösen Menschen treibt es an die Macht. Genau, was wollte ich da sagen? Jetzt zur Armee nochmal zurück. Genau, und wir wollen auch hinaus, dass die Bundeswehr oben wieder eingesetzt werden kann. Weil die haben schon im Frankreich, dass die Geldbesten von der Bundesarmee, naja, behindert werden können oder niedergeschossen hat Macron jetzt die Befehle gegeben. Ich gehe mal zu Matthias. Nee, irgendwann beschlossen. Matthias? Es kann sein, dass irgendwann französische Soldaten oder spanische Soldaten in unser Inland eingesetzt Matthias? Werden. Können wir mal kurz und was ist die Frage, wer legt fest beim Aufstand? Ich habe schon mal gesehen. Was ist ein Aufstand? Ja, das kann sein, hallo. Und da ist wieder der Anfang von meinem Vortrag. Wir müssen die Angst ablegen. Ich bin ablegen. Gerne da, wo Demo. Ich bin nicht in Partei. Und diese Unbeschwerlichkeit ablegen. Und den Politikern nicht viel ändern. Aber das so denn wir von Mensch zu Mensch können es alles viel besser. Einmal habe ich so einen Mann kennengelernt. Ein Helfershelfer, klar. Ich bin nicht betroffen, ich rauche nicht. Er hat gesagt, Demokratie. Die ist so wie Fokken, aber ändern wird sich nicht. Das können wir auch viel besser organisieren. Die Autos werden teurer. 20%. Es wird viel Geld kosten. Und viele Demokratie kostet viel Geld. Wenn jetzt mal bei Kommunismus hat, ist die Polizei da. Denkt erst auf aber das Leben bei einem Status hat alles gewollt. Und hier kann man auch ein bisschen sein. Kann ich schnell ein Interview mit ihm führen? Genau, und abschließend möchte ich auch sagen, jetzt wird der EU-Wahl wieder als Schicksalswahl. Können wir kurz realisiert. Ja, in welche Richtung? Da lang? Ja, dann werden wir da den Weg, damit man dich gut versteht. Ja, der ist der Richtige. So, das ist der Matthias Stritschok. Genau. Und er ist auch in einem Verein drin, und zwar setzt er sich für den Jemen ein. Hallo Matthias, warum bist du hier heute? Na, raus aus der NATO ist ein ganz wichtiges Thema, nicht nur für Deutschland, sondern insgesamt für Europa und für den Frieden auf der Welt. Wir wissen ja, also, dass Deutschland nach seinem Versprechen an die Welt, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird, dass Deutschland seine Waffen nur zur Selbstverteidigung bzw. Im Rahmen von UN-Friedensmissionen einsetzen wird. Ich möchte auch noch eine Sache ergänzen, die ich nämlich sehr ähnlich sehe. Das ist spätestens 1999 mit dem völkerrechtswidrigen Überfall auf Jugoslawien gebrochen. In der Politik will Versprechen man doch immer. Ja, ich habe gerade mit einem geredet, aus dem Bereich, er hat gesagt, die NATO hat den Frieden gebracht. Matthias, was sagst du dazu? Ja, genau wie er in Afghanistan gebracht wurde, im Irak gebracht wurde der Frieden. Und wahrscheinlich in Venezuela wird dann auch Frieden herrschen, wenn denn dieser Regime-Change funktioniert hat.
Im Iran ist dasselbe Thema. Es wird auch erst im Iran Frieden herrschen, wenn die US-Marionettenregierung eingesetzt wurde. Also da muss man schon mal genau überprüfen, welche Definition der Begriff Frieden überhaupt hat. Ja, ich hatte den Mann dann auch gefragt, aber es gab doch bestimmt auch Interessen, warum die da eingegriffen haben. Und zum Beispiel nicht in der Ukraine die NATO drin ist. Ne? Auch wenn man es bekennt, Ukraine war schon immer eine Region, ein Land, ein Gebiet, was für alle Imperien interessant war, ob das das Nazireich war, ob das jetzt die US-Amerikaner sind, die haben fantastischen Boden, sehr fruchtbaren Boden, unheimlich viele Rohstoffvorkommen, Gas, Öl. Natürlich will das Imperium da seine Finger drauf haben. Wie ist es denn im Jemen eigentlich? Da kennst du dich ja sehr gut aus. Inwieweit ist die NATO damit involviert? Naja, die NATO als solches selber nicht offiziell, aber natürlich alle NATO-Staaten, das ist ja das Problem. Ohne die USA, ohne Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien und so weiter und so fort, würde dieser Krieg in Jemen, geführt von der saudischen Kriegskoalition, überhaupt nicht stattfinden können. Das ist ja das Verrückte. Das Problem ist, wenn wir unsere Medien mal zuhören, unseren westlichen Qualitätsmedien, dann reden die ja im Jemen von der Regierung Hadi als eine international anerkannte Regierung, von einer internationalen Staatengemeinschaft anerkannten Regierung. So ist die Formulierung. Ja. Jetzt muss man sich vorstellen, diese Staatengemeinschaft, die bezieht nun von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabien, permanent Öl und Gas für gigantische Summen von Milliarden an Dollar und Euro. Und genau diese Einnahmen setzt Saudi-Arabien dafür ein, um genau bei dieser internationalen Staatengemeinschaft Rüstungsexporte, also Waffen, Bomben, Kriegsgeräte aller Art zu bestellen und einzukaufen, die dann über den Jemen abgeladen werden. Ein völkerrechtswidriger Krieg. Und das nennt sich dann internationale Staatengemeinschaft. Ja, man hat ja erst neulich aus den Zeitungen sehen oder lesen können, dass viele Waffen auch von deutscher Fabrikation im Jemen gefunden wurden. Ja, also das war ja immer so das Thema, dass am 7.2.2018 die Bundesregierung, also die neue Regierungskoalition, beschlossen hatte, in ihrem Koalitionsvertrag, das ist der Vertrag, bei dem sie ihre üppigen Diäten immer dem Volk gegen dem Steuerzahler gegenüber legitimieren. Ja, und Frau Schwesen von der SPD und Philipp Amthor von der CDU, die haben dann, also das waren die Hauptakteure, warum dieser Paragraph oder dieser Absatz, dass keine Rüstungsexporte mehr an Saudi-Arabien geführt werden, eingestellt werden. Wir müssten mal einen Augenblick nach rüberrutschen, damit wir hier nicht umgefahren werden. Der Mittelstand wird allmählich abgeschafft. In Amerika ist der schon weg. Ja, wenn wir jetzt den Heiko Maas mal uns anschauen, unseren Außenminister, der hatte im März auf Anfrage des Stefan Liebig von der Linken im Bundestag geantwortet. Da ging es darum, dass Liebig gefragt hat, ob denn die Bundesregierung alle Staaten oder alle Länder, die unmittelbar am Krieg gegen den Jemen beteiligt sind, ob die denn der Bundesregierung bekannt wären. Da sagt Heiko Maas, dass die Entscheidung ist noch nicht getroffen und innerhalb von 3 Monaten wird es da eine Rückantwort geben von der Bundesregierung, um zu schauen, welche Länder würden denn dann auch von dem Rüstungsexportstopp betroffen sein. Diese Antwort fehlt bis heute. Welche Forderung hast du denn? Meine Forderung oder die Forderung von der Friedensinitiative Stop the War in Jemen ist ganz einfach, dass sämtliche Rüstungsexporte auch von Deutschland oder anderen NATO-Staaten an Saudi-Arabien und die beteiligten Länder der saudischen Kriegskoalition sofort beendet werden, dass ein sofortiger Waffenstopp, ein sofortiger Kriegsstopp verhängt wird, dass Saudi-Arabien und die Länder der saudischen Kriegskoalition mit einem UN-Waffenembargo belegt werden, genauso wie dass die Houthi-Rebellen, also dass sie einseitig die Houthi-Rebellen gemacht worden sind. Und wir fordern einen sofortigen Friedensprozess mit dem Unterschied gegenüber der UNO, dass die Jemeniten selbstbestimmt und souverän ihr eigenes Schicksal bestimmen können und demokratische Wahlen einführen können. Das, was der Präsident, Ex-Präsident Hadi, eben nicht gemacht hat. Und was bedeutet das für die NATO jetzt? Weil du bist ja heute auch bei der No-NATO-Demo dabei.
Naja, wichtig ist eben, dass Deutschland endlich den Schritt geht, sofort aus der NATO rauszugehen. Anderen Ländern können wir nicht vorschreiben, ob die in der NATO bleiben oder nicht in der NATO bleiben. Aber für Deutschland braucht es eine klare Entscheidung, raus aus der NATO, weil das ist schon lange kein Friedensbündnis mehr. Das ist ein reines Aggressionsbündnis gegen Staaten, die den Vorstellungen oder Interessen der NATO-Regierungen und EU-Regierungen nicht so wirklich entsprechen. Danke dir, Matthias. Gerne. Alles Gute. Bis später. Bis später. Und seine Welt nicht sprechen kann, fragt seinen Sohn von Mann zu Mann. Meinst du gewusst? Ja. Also, es sind sehr wenige Leute da. Es ist 70 Jahre NATO und anscheinend sind alle, also zumindest alle, die nicht hier sind, sind wohl dafür. Ja, es sind hier nicht viele Leute. Bei uns sind es vielleicht 20 Leute, Hagen. Komm her. Schönen Gruß von Manu. Manu hat sich ganz toll gefreut über dein Livestream, hat er gesagt. Ja? Er hat auch ganz toll unsere Reden bislang gut gefunden. Das und ist toll. Wie du eben mit diesem Herrn da geredet hast, der meint, komm, bring Frieden. Aus Serbien. Ja, hast du super gemacht. Naja, ich versuche halt mit Gesprächen, aber schau mal, wie wenige Leute hier. 70 Jahre NATO interessiert gar keinen, oder? Naja, vielleicht war der Aufruf nicht gut genug, also nicht gut genug gestreut. Aber wenn es dann Feiern gibt für 70 Jahre, also positive Feiern, wie werden sie Leute? Alle kommen, oder? Wir hätten ja Freibier mitgebracht, also Papierfässer, dann wären die Leute auch gekommen. Die kommen ja immer hier zur Fanmeile, weil es da was im Kotz gibt. Naja, vielleicht werde ich noch ein paar Friedensworte nachher sagen. Ja, aber vielleicht sollten wir das nächste Mal auch einfach Freibier anbieten oder so. Oder Bier für einen Euro, dann kommen die Leute auch. Du meinst, die Friedensbewegung sollte sich mit der Bierproduzenten zusammentun? Ja, und vielleicht ja. Kriegt man die Leute mehr. Um die Leute zur Friedensbewegung zu bringen, wären Lockmittel nicht schlecht. Also vielleicht wäre auch ein Kasper oder ein Clown ganz gut. Ja, wir können ja nicht schummeln. Ich habe ja auch gedacht, ob ich mal ein Konzert gebe, komplett ein Konzert auf der Straße. Wunderschön. Mit vielleicht ein paar Musikern, die wir auch kennen, dass wir ein richtig tolles Konzert hier machen als Demonstration. Dass wir mal zwischendurch so 5 Minuten reden haben, mehr Musik, dass die Leute stehen bleiben. Hast du ja gesehen, als ich mal gesungen habe. Und die bleiben dann stehen. Aber ob sie dann was verstehen? Das weiß man nicht. Was machen wir denn Ostermarsch? Ist denn der Ostermarsch geplant? Ja, weiß ich nicht. Müsste auch bald sein, soweit. Gemeinsamer meine ich, wenn gut. Aber wenn du solche Leute hast, die ja Friedensaktivisten sind, mögen. Paula! Paula ist beschäftigt. Paula muss hier. Ich bin hier live beschäftigt. Ja, aber richtig. Live auf Stream, oder? Hi! Na? Grüße dich. Willst du auch mal Hallo sagen? Warte mal hier. Upsala. So, jetzt. Was ist unser Leben wert, wow. Wenn ein regierter Schwert und die ganze Welt... Ja, ein bisschen wenig los hier, oder? Ja, das kennen wir ja. Warte, ich soll stemmen. Das war ja noch nie besser. 70 Jahre und keine Sau interessiert sich dafür. Das kann ja noch 300 Jahre so gehen, oder? Mindestens. Nee, es geht vorher in Arsch. Tut mir leid. Also 10 Jahre noch, allerhöchstens. Ist doch schöner Rumänien. Ja, 10 Jahre höchstens. Wenn ich so jung wäre wie du, hättest du mich geheiratet? Oh, Jemine. Oder bin ich also, nicht dein Typ? Nicht so sonderlich. Ich habe schon einen Typ zu Hause, den ich sehr liebe. Und der mich liebt. Ja, ja. Der ist halber Ukrainer sogar. Ja, die Welt ist jetzt so durcheinander, nicht? Ukrainer, Russisch, alles so. Ja, wir sind ja auch alle eins. Ja. Und deswegen wollte ich auch noch mal ein paar Friedensworte sagen. Ich spreche mal mit dem Freund. Ja. Aber kommt im rumänischen Fernsehen? Nein, nicht im rumänischen. Darf ich nachher auch noch mal was sagen, Frank? Ich wollte noch ein paar Friedensworte sagen. Ja, ich will ja was sagen. Ja, nee, mach mal. Aber dann halte du das halt, damit die Leute auch sehen, was ich da sage. Mach nochmal die Kamera. Ja, ich sage nicht viel, aber einfach über den Frieden, weil ich auch nochmal klarstellen will, dass wir mit allen befreundet sind. Ich wollte schon meine, ich habe so eine deutsch-amerikanische Flaggenfreundschaft und deutsch-russische, die nebeneinander, weil wir sind ja nicht gegen die Menschen, sondern wir sind gegen das Militär. Und das muss einfach klar dargestellt werden. Ich versäume das immer zu sagen, aber eigentlich muss man natürlich klarstellen, wir haben natürlich nichts gegen den Bürger. Ja, das sage ich aber jetzt nochmal, damit es klar ist, weil der Herr vom WDR meinte ja wie Amigo. Das hat er am meisten, darauf hat er rumgeritten. Naja, ist auch egal. Kann man gerne machen.
Stell dir vor, diese Diskussion, ob das jetzt korrekt ist, zu sagen, Amigo Home oder nicht, die würde es in die Medien schaffen und man würde darüber reden. Dann hätten wir ja auch einen Erfolg und können noch klarstellen, dass es natürlich nicht darum geht, einfache Bürger hier herabzusetzen, sondern dass es darum geht, dass wir weder ausspioniert noch besetzt werden wollen. Ja, ja, das ist richtig. Ja gut, also du sagst mir dann Bescheid, wenn das Lied vorbei ist. Aber go, mi amigo, schreibe mir den Frieden an. So, ich werde mich jetzt hier mal ein bisschen in die Sonne setzen und warten, bis ich auch was sagen darf. Ja, weil, ja gut, vielleicht ist Army Go Home ein bisschen schlecht ausgedrückt, weil es sind ja die Militärs und die Waffen, die bei uns lagern und nicht die Amerikaner selber. Das sollte man vielleicht einfach nochmal klarer stellen, finde ich. Und deswegen habe ich gesagt, ob ich da nochmal drauf auch was sagen soll. Soll ich? Hier, Hagen. Du, ich glaube, du bist 34. Ich bin 34, danke. Nein, ich bin 47. Aber 34 hat er gesagt. Ja, wow. Der hat nie geraucht, nie getrunken. Ich werde 35. Du hast nie geraucht, nie getrunken. Darum jung. Ich rauche seit 33 Jahren. Oh, ich muss mich ja umdrehen. Nee, warte mal. Kann man die Kamera da umschalten? Ich mach das, Moment. Hier. Zack. Ah. Und jetzt gleich noch. Ah, gute Sache. Danke, Anna. Ich bin soweit. Ja, hallo, liebe Leute. Hallo, liebe Berliner. Hallo, liebe Gäste im Stream. Wir schreiben heute den 30. März. So, ich muss erstmal meinen Müll loswerden. Wir sind hier an einem historischen Ort. Brandenburger Tor, das ist das so, Symbol. Jetzt, ich glaube, ich setze mich mal kurz auch so rüber irgendwie auf so eine Bank. Befindet sich die französische Botschaft und vor mir die weil ich rauche jetzt meine Zigarette. Ich habe ja lauter so Komplimente bekommen. 34, hey, das baut mich ja auf. Naja, das ist schon lange her. 34 war natürlich süß von ihm. Das ist der vierte Jahrestag des saudischen Krieges. Und jetzt setze ich mich hier hin und rauche meine Zigarette. Mit euch. Oh. Nur beim Setzen merke ich, dass ich keine 34 mehr bin. So, ich stelle es mal hier so ab. Von den 28 Millionen Jemeniten, 22 Millionen Jemeniten. Vereinte Staaten von Europa, Sozialismus, Faschismus, Plan, SPD, die NSDAP, sagt der Thomas. Alle 10 Minuten stirbt ein Kind an vermeidbaren Umständen. Ist das ein tolles Wetter hier? Fehlendes Wasser, also fehlendes sauberes Trinkwasser, fehlende Nahrungsmittel. Also es sind nicht viele Leute da. Hygiene, die es nicht. Weil auch keine Menschen überhaupt informiert sind über die NATO. Furchtbare Hungerszenen. Viel zu wenige Menschen. Frauen müssen entscheiden, welches ihrer Kinder sie ernähren und darüber überlegen. Jetzt spricht Matthias über den Jemen. Entschuldigung, Kinder entscheiden müssen. Die NATO fühlt sich halt immer auf wie die Retter der Welt. Und manche glauben das auch. Sie glauben, dass man mit Bomben Frieden bringen kann, was natürlich sehr schwer zu verstehen ist. Dann war das Thema Rüstungsexporte wieder mal ganz oben auf. Zum Glück wieder mal ganz oben auf. Allerdings muss man die Frage stellen, ob die Inhalte so sind, dass man der deutschen Bevölkerung oder den Zuschauern, den Nutzern von ARD, ZDF, eine Bescheinigung ausstellen kann, dass man sagt, es ist eine objektive Berichterstattung. Jetzt habe ich sie gedreht. Für den Rüstungsexporten. Schön, dass noch ein paar Leute dran geblieben sind hier von euch. Damit die das verfolgen. Ich schätze mal, dass ihr auch hier wärt, wenn ihr in Berlin wärt. Aus PDMC ist ein Rechtsverfahren. Ich meine, ich weiß ja, dass diese Demonstrationen nicht viel bringen. Es geht eher darum, dass die Leute, die vorbeigehen, so ein paar Schnipsel auch mitkriegen, ein paar Informationen, die sie vielleicht sonst nicht nirgendwo hören. Und darum geht es. Aber dass man mit so einer Demo
was er wirklich erreichen kann, das kann man, glaube ich, immer nur so, das ist wie so dieser Tropfen, der dauernd tropft und dann irgendwann den Stein aushöhlt. Ich bin da immer ganz entspannt, ich bin ja allgemein für Frieden und ich habe auch gar keine Probleme mit anderen Nationen oder Nationalitäten. Ich denke, wir sind auch eine Menschheitsfamilie. Das ist halt wichtig, dass ich das nochmal auch erwähne. Bei aller Kritik an die NATO, es gibt noch viel mehr zu kritisieren in unserem System. Das habe ich auch im Live-Video auch immer wieder heute erwähnt. Also irgendeiner hat ja auch diese Wege, diese Waffen. Und das ist immer, also gewinnen tut immer die Finanzindustrie. Das Finanzsystem und das Bankensystem gepaart mit dem Wirtschaftssystem, die wirklich Hand in Hand gehen. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr lange so. Und die NATO arbeitet sehr gut mit den Banken zusammen und mit der Wirtschaft. Das ist dieser militärisch-industrielle Komplex, von dem ich immer wieder spreche. Und diese Zusammenhänge verstehen die meisten nicht so richtig. Wenn man, ihr habt ja gesehen, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Und es ist schwer, das zu verstehen, wenn man zu wenig Informationen bekommt. Und diese Informationen bekommt man halt nur, wenn man wirklich mal Verträge liest, was da drin steht, wie die Industrie sozusagen Verträge macht mit den Banken. Und dann sieht man eindeutig, dass natürlich Interessen da sind. Natürlich nach außen gilt immer der Frieden. Der Frieden ist das Wichtigste. Und deswegen gibt es die NATO und sie sind ein Friedensbündnis, ein Wertebündnis, wie die Frau von der Leyen immer so schön sagt. Das ist ein bisschen bedenklich, das zu äußern, weil wer hat den Frieden in sich und wer kann sagen, was gut und falsch ist. Und die Entwicklung in vielen Ländern einfach massiv beeinflusst, damit alle, wie das World Economic Forum sagt, damit alle zu Humankapital werden. Es gibt noch zu viele Länder, und die wurden auch bombardiert, die halt nicht ein Teil dieses ganzen Systems sind. Und die zwingt man dann halt durch Bomben dazu. Und dann sagt man den Menschen, seht ihr, ja, jetzt geht es euch doch viel besser. Und das ist meine Einstellung. Ich bin gegen Bomben, ich bin gegen Waffen, ich bin gegen Angriffe, illegale Angriffe in andere Länder. Ich bin überhaupt gegen Angriffe. Höchstens bin ich für Verteidigung, falls jemand also angegriffen wird. Aber so läuft das nicht. Und wenn, dann können die Länder das selber entscheiden und die NATO reinholen. Aber nicht, dass die NATO von sich aus entscheidet und sagt, nee, wir gehen da jetzt rein. Das ist der falsche Weg. Ich mach Hausputz mit dir. Ah, du bist ja süß, ey. Das ist ja schön. Da wird es bestimmt richtig sauber werden heute. Gerecht wird. So, ich stehe mal wieder auf. Ich hoffe, ich lasse euch jetzt nicht fallen hier mit der Kamera, weil ich habe nur eine Hand frei. Alle EU-Länder gültig sind. Und zwar nennt sich diese Regelung GATT steht für gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 2008/44. Und diese besagt, dass Rüstungsexporte an Länder nicht genehmigt werden dürfen, wenn diese Empfängerländer schwerste Menschenrechtsverletzungen vorzuwerfen sind. Also wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Sudan, Senegal, Jordanien, Marokko und so weiter und so fort. Also auch Frankreich und Großbritannien unterliegen genau diesen Regelungen. Es sind aber jene Länder, die vor allem die meisten Rüstungsexporte, also Großbritannien, Frankreich, Deutschland, das wären tolles Bilder. Diktaturen von Saudi-Arabien und Wir sind zufrieden mit dem, was wir kriegen und haben. Ja. Wir fordern den Stopp zu euren Jemen. Einen sofortigen Waffenstopp aller NATO-Staaten an die Länder der saudischen Kriegskoalition, insbesondere Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten von Europa. Wir fordern eine sofortige Einstellung aller Kampfhandlungen der saudischen Kriegskoalition. Da soll eine Gegendemo sein. Moment, ich gehe da mal hin. Wir fordern ein UN-Waffenembargo gegen Saudi-Arabien, gegen die Länder der saudischen Kriegskoalition, gegen die Länder der NATO und EU-Rüstungsexportländer. Und wir fordern ein Anhalten und Entschiedungsprozess, wo das Schicksal Jemens einzig und allein von den Menschen in Jemen, egal welche Stamm sie zugehören, welche Partei sie zugehören, welche Familie sie zugehören, also eine Sonderrolle Entscheidung des Jemen
Ich verstehe das nicht ganz. Ihr seid für Familien oder und Kinder? Ich kapiere das nicht. Ach so, ich verstehe. Ja, das finde ich auch gut. Ich glaube, die Bindung ist total wichtig. Und ihr seid von den Gelbwesten, ja? Okay, entschuldigt. Hier, Gelbe Westen Berlin, alles klar. Liebe Grüße, ne? Wir sind live. Jetzt werde ich was reden. Hier, Hagen. Hier nochmal. Hier nehmen wir noch mehr. Oh nein, was machst du? Weiter, nicht drücken, nicht drücken. So, hier, nicht da drauf. Einfach nur am Rad, genau. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden. Und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns in Paradeschritt zu Verderb und Unschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie decken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. So, wir sind jetzt ein paar Leute mehr geworden. Gelbwesten-Proteste sind durch, jetzt sind sie hergekommen. Millionen schon auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen. Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen. Und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert. Eins war, hat sie eben schon ein bisschen Probleme gemacht. Ihr seid hier zu so schade für diese Werte. Du musst da unten, öffnen, nicht oben. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere. Ja, das ist ein Gewinde, hat halt jemand den Kopf gedreht. Ist egal. Nur wer nicht geliebt wird, hast. Nur wer nicht geliebt wird. Soldat, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Aber dein ist ein Fortschritt. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Mensch. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe an Menschen. Vergesst nie, Gott liegt in euch allen. Und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Sehr leise. Nehmen wir das andere. Probieren wir das andere bitte. Das ist besser, ja. Lass uns zusammenstehen. Lass uns kämpfen für eine neue Welt. Für eine anständige Welt. Die jedermann gleiche Chancen gibt. Die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch. Deshalb konnten die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie war alles, was wir euch versprachen. Diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll was wahr bleiben. Lass uns diese Ketten sprengen. Lass uns kämpfen für eine Welt. Euer Banner ist jetzt live. Anitas Banner. Die NATO. Transformation von einem Verteidigungsbund zu einem Angriff. Ja, hallo, mein Name ist Paula. Ich wollte noch ein paar Worte dazu sagen. Also, hier steht ja auch teilweise Amigo Home und da haben viele gesagt, Amigo Home, ist das nicht ein bisschen merkwürdig, warum die? Und es ist halt nun mal so, dass man jetzt am 4. April 1949 feiert die NATO 70 Jahre. Seit 70 Jahren helfen sie uns sozusagen in Deutschland, in Italien, in Südkorea, in Japan, sind zigtausend amerikanische Besatzer. Die Zeit der Besatzung ist ja anscheinend vorbei. Wir sind ein Teil der NATO. Deutschland, wie das der Frank Geppert gesagt hat, ist 1955 dazu getreten und seitdem sind wir in diesem NATO-Bündnis drin. Deutschland selber war
eigentlich bis in den 90er Jahre nicht beteiligt in anderen Ländern und hat mit Jugoslawien den Anfang gemacht, in einem illegalen Angriffskrieg mitzumachen, was nach dem Grundgesetz, das also keine Verfassung ist von uns Bürgern gemacht, sondern von den damaligen Alliierten gemeinsam mit uns Bürgern erschaffen wurde, sind wir eigentlich nicht dazu befähigt, in anderen Ländern einzugreifen militärisch. Und wir tun es einfach seit den 90er Jahren. Und die Frage ist, wer hat die moralische Macht zu sagen, wir bringen den Frieden mit Bomben? Ich denke, dass kein Frieden existieren kann mit dem Mittel der Gewalt oder mit dem Mittel von Bomben, egal in welchem Land. Es ist ein militärisch-industrieller Komplex, der zusammenarbeitet mit dem Finanzsystem. Diese Zusammenhänge kriegen die meisten nicht auf die Reihe, dass sie auch nicht gezeigt werden oder nur fragmentiert in Nachrichtensendungen, in öffentlich-rechtlichen Zeitungen und Medien überhaupt fragmentiert gezeigt werden. Das heißt, es fällt dem Bürger sehr schwer, die Zusammenhänge zu verstehen. Aber wenn man sich dann die einfache Frage fragt, wer hat alle Kriege finanziert? Schon der 30-jährige Krieg, zum Ersten Weltkrieg, zum Zweiten, zu all diesen vielen massiven Kriegen, die jetzt stattfinden, das ist das Finanzsystem, das Hand in Hand mit dem Wirtschaftssystem arbeitet. Und das Wirtschaftssystem bringt sehr viel Leid auf der ganzen Welt. Wir sind prädestiniert hier, wir sind in Deutschland, wir haben ein Sozialsystem. Deutschland konnte auch wirklich wirtschaftlich stark werden, weil wir unterstützt wurden, unter anderem auch von den Amerikanern. Jetzt ist es 70 Jahre. Und in 70 Jahren sollte man doch mal irgendwann nachdenken, ob dieses Kriegssystem, also dieser militärisch-industrielle Komplex, noch Sinn macht. Heutzutage gehen die jungen Leute auf die Straße, Fridays for Future, wegen Umwelt. Weiß denn einer da draußen heute hier am Brandenburger Tor, dass der größte Umweltverschmutzer die US-Armee ist? Wisst ihr, wie viele Atomwaffen sie probieren? In Meeren, in Wüsten. Diese Orte kann man nicht mehr besuchen. Das heißt, auch die überall, wo die stationiert sind, die Böden sind überall vergiftet. Vergiftet nur mit den Waffen. Wie viel Schweröl wird verbraucht? Wie viel Öl wird verbraucht für einen Panzer? Und da fahren tausend Panzer rum, die immer wieder üben und üben und trainieren. Das ist den meisten Jugendlichen gar nicht klar, wie viel Dreck Armeen insgesamt produzieren. Es hat also alles mit allem zu tun. Und jedes Mal nach jedem Krieg vergisst man, das Finanzsystem dafür auch zu kritisieren. Denn ohne Geld würde es gar keine Kriege geben können. Also muss man doch mal darüber nachdenken, warum wird das Finanzsystem auch hinter der NATO, ja, Amerika hat jetzt auf 700 Milliarden erhöht, ja, das Budget der US-amerikanischen Armee, auch mit der, wir sollen ja auch um 2% erhöht werden, und dann sind wir bei über 70 Milliarden. Dann fragen sich die normalen Bürger, warum haben wir kein Geld für Schüler? Warum haben wir kein Geld für Rentner? Warum haben wir kein Geld für Infrastruktur in gewissen Teilen Deutschlands oder auch Europas? Wohin fließt das ganze Geld? Wenn man dann aber wiederum überlegt, wie das Finanzsystem selbst funktioniert, wie das Fiat-Money-System funktioniert, es existieren ungefähr 8% echtes Geld. 92% ist fiktives Geld in den Banken schaffen. Und wir alle, egal aus welchen Ländern wir sind, wir zahlen dafür, dass die Zinsen erbracht werden mit einem Geld, das gar nicht existiert. Das bedeutet Armut für über 80% der Weltbevölkerung. Das bedeutet innerhalb der Länder auch Armut von über 80% in den
den jeweiligen Ländern, auch in Deutschland. Wir wissen ganz genau, wie viele Rentner, alleinerziehende Mütter und so weiter kein Geld haben. Und als 2008 die Finanzkrise war, die sogenannte Finanzkrise, da hieß es auf einmal, oh, wir brauchen ganz viel Geld. Und das Geld wurde besorgt. Auch bis heute, die EZB und die Weltbank erhalten Geld. Die schmeißen das auf den Markt. Und dieses Geld bedeutet für uns noch mehr Schulden. Denn es ist ein Schuldgeldsystem. Also erst wenn wir diese ganzen Zusammenhänge, Umwelt, Gesundheit, Frieden, Frieden bedeutet, dass wir innen drin Frieden haben und dabei gesund essen, gesund leben. Und Frieden bedeutet auch, dass es außen hin gilt. Das heißt, mit Konten werden wir niemals Frieden bekommen. Niemals. Und eins muss ich euch sagen, auch für alle, die hier denken, oh, was sind das denn hier für 30 Leute, die hier demonstrieren? Ich bin für den Frieden, für den inneren und äußeren Frieden. Und zwar mit allen Nationen. Amigo Home bedeutet, nimm deine Atomwaffen mit. Nimm deine ganzen Waffen mit. Nimm die Afrikom mit, nimm Büchel mit und nimm vor allem Rammstein mit, denn von Rammstein aus werden Menschen getötet. Und es gibt ja auch genügend politische Aktionen, die darauf hinweisen, nur das Narrativ ist nicht da. Es ist nur in gewissen alternativen Medien ab und zu mal da und wird beleuchtet. Wir alle müssen ein bisschen uns anstrengen, um die Zusammenhänge, die wir auch nicht in der Schule gelernt haben, weil es geht darum nicht, zu verstehen, sondern immer nur die Fragmente. Das war mir ganz wichtig, das heute zu sagen, dass wir mit allen eine Menschheitsfamilie sind. Wir sind nicht gegen die Amerikaner. Ganz im Gegenteil. Ich war gestern auf einer Beerdigung und habe eine Flagge getragen, deutsch-amerikanische Freundschaft. Es geht hier nicht um die Amis, es geht um Waffen. Es geht darum, dass wir die ganze Welt verpesten mit unseren atombestückten depleted Uranium-Waffen, die wir überall streuen, die wir im Jemen verstreuen, die wir in Algerien in den 50er Jahren verstreut haben, die in Libyen, in Syrien, im Irak, in Afghanistan, in Mali, überall da sind wir. Und wir sollten uns überlegen, ob die NATO wirklich noch unsere, wenn wir in Frieden sind, unseren Frieden benötigen. Denn anscheinend können sie nicht ohne Waffen. Und die Frage ist auch jetzt, wenn wir aus der NATO rausgehen, warum schlägt die Frau Merkel an, mit dem Herrn Macron eine EU-Armee aufzubauen? Es sind alles Strategien. Das heißt, wir können jetzt demonstrieren gegen unseren Peiniger, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, aber ich bin 72 geboren und ich war in den 80er Jahren als junges Mädel, genau wie Greta, auf der Straße gegen die Pershing-Raketen, gegen die ganzen Kriege, die geführt wurden, auch vorher schon in Vietnam und so weiter. Was hat das gebracht? 40 Jahre sind wir gegen Gewalt. Und jetzt kommt der Peiniger, der Trump, vorletzter Woche und sagt, Deutschland, braucht ihr noch unsere Hilfe? Der Peiniger kommt. Aber die Regierung reagiert gar nicht. Wir haben keine Antwort von Frau Merkel gehört, was er denn gesagt hat. Ach, ein Flugzeugträger zusammen mit Herrn Macron, über 6 Milliarden, wäre doch gar nicht so schlecht. Eine EU-Armee wäre doch gar nicht schlecht. Und im Aachener Vertrag, unser Frieden, oder das nennt sich Freundschaftsvertrag mit Frankreich, was absolut gut ist. Ich bin für Freundschaft mit allen Ländern. Aber dafür brauchst du keinen steht in diesem Aachener Vertrag, dass wenn ein Aufstand in Deutschland stattfindet, dürfen die französischen Polizisten uns auf die Birne hauen. Und genauso, weil natürlich Macron gerade bis oben hin in der Scheiße sitzt, weil er wirklich bei den gelben Westen, die übrigens hier vorhin hinter uns waren, ein paar sind hier noch zu sehen, weil die gelben Westen 43 Punkte haben, die das System verändern wollen. Also fragt euch alle, die anfangen, das System verändern zu wollen, werden an den Rand der Gesellschaft gedrückt. Denn das ist nicht gewollt. Und das müsst ihr euch immer in Erinnerung rufen. Wir sind ja keine Spinner. Ich habe Verträge gelesen. Ich habe den 2+4 gelesen. Ich habe die Replacement Migration, 17. März 2000.
in den UN-Unterlagen einzusehen. Ihr habt alle Internet. Replacement Migration wurde schon damals gemacht. Es geht nicht um die Menschen. Ihnen ist egal, ob ein Araber, ein Moslem, ein Jude, ein Deutsch, ein Christ oder ein Buddhist da ist. Sie brauchen Humankapital. Und Humankapital bedeutet Arbeiten und Zinsen zu erwirtschaften für das Finanzsystem. Und die NATO verbraucht verdammt viel Geld. Also diese Zusammenhänge mal wirklich zu verstehen, die in der Schule auch für die jungen Leute zu fordern und zu sagen, Moment, warum kritisiert man nicht das Finanz- und Wirtschaftssystem? Denn sie betreiben alle Kriege seit Hunderten von Jahren. Denkt darüber nach, ob wir wirklich die NATO benötigen oder ob es vielleicht reicht, weil wir seit 70 Jahren von niemandem angegriffen wurden, dass wir eine ganz normale Verteidigungsarmee haben, wie die Schweiz. Lasst uns neutral werden. Lasst uns aus allen Kriegen dieser Welt rausgehen. Wenn wir helfen wollen, haben wir den technischen technische Hilfswerk. Wir haben Leute wie uns, die da hingehen, wie Matthias, der mit den Jemenitern alles macht. Wir haben Leute, die auch in der Ukraine sind, die in anderen Gebieten sind, wo wir helfen wollen. Wir Menschen wollen helfen. Was ist das? Peacekeeping Operation, wenn man mit Bomben die Menschen zerstört? Niemals! Erinnert euch dran, dass Frau Albright geantwortet hat, als gefragt wurde, hat es sich gelohnt, im Irak zu bombardieren. 500.000 Menschen das Leben zu nehmen. Und viele Kinder und viele Frauen, alte Menschen, die gar keine Soldaten sind, wurden mit reingezogen. Und ihre Antwort war, oh ja, das ist gut. Da sind wir aber anderer Meinung. Ich wünsche mir von allen, dass ihr aufmerksamer seid, dass ihr kapiert, dass wir eine Menschheitsfamilie sind und kein Geld dieser Welt jemals Frieden bringen wird. Ich wünsche mir, dass die kommenden Generationen, auch wenn wir hunderte von Jahren damit bedrängt wurden, Geld zu benutzen, dass die kommenden Generationen sich von dieser Sklaverei des Geldes befreien. Denn wir leben in einem limitierenden System. Denn jeder von uns hat Träume, jeder von uns hat Ideen, jeder von uns hat mal eine Idee, etwas zu kreieren. Aber wer hat das Geld? Das Geld limitiert uns alle, außer die, die das Geld haben. Die produzieren Waffen. Denkt darüber nach. Friede für alle, die ganze Menschheitsfamilie. Danke. Danke, Paula. Du, Paula, ich würde da gerne mal nochmal einsteigen. Du nanntest so Zahlen, ja? Du nanntest 70 Milliarden Rüstungsausgaben für Deutschland. Ja. Ich kenne genau diese Zahl, wie man immer Russland vorwirft, dieses riesige Russland. Guckt euch das mal bitte auf der Karte an, was für eine gewaltige Außengrenze Russland hat. Und das kleine, winzige Deutschland soll jetzt so viel ausgeben wie Russland? Ich verstehe das nicht. Oder noch mehr. Mehr nachvollziehen. Mehr als Russland. Und dann bedeutet das ja bei 70, 80 Millionen Einwohnern, das sind ja etwa 1.000 Euro pro Person. Oh, das wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Ja. Aber nein, wir müssen Menschen bombardieren. Warum? Warum bombardieren wir Menschen mit dem Geld? Wir zahlen das, ich weiß nicht, zahlen wir das mit unseren Steuern oder wird dafür neuer Kredit aufgegeben? Nein. Ich habe ja vorhin erklärt, das Finanzsystem muss man verstehen. Es existiert nur 8% Bargeld, echtes Geld, echtes Geld. Alles andere ist erfundenes Geld in den Computern der Banken. Und wir, alle, die hier arbeiten gehen, Tag für Tag, müssen diese Zinsen, die entstehen aus dem Nichts, reinbringen. Das ist sinnlos und zerstörerisch. Also tatsächlich kann ich das verstehen. Ich habe mal Volkswirtschaft studiert und es gibt dort Dokumente, zum Beispiel gibt es eins, das heißt Modern Money Mechanics. Das ist ein Dokument der Zentralbank der USA, in dem beschrieben steht, wie Geld entsteht. Ganz neutral, da schreiben die Wissenschaftler und die Außenstelle. Und dort steht, dass das meiste Geld heutzutage in privaten Banken geschöpft wird und als Kredit aus dem Nichts entsteht. Und dabei entsteht natürlich immer eine Rückforderung inklusive Zinsen. Die Zinsen, die es natürlich nicht gab vorher. Und dadurch entsteht eine bestimmte
Last, die wir alle tragen müssen. Aber egal, wenn ihr dieses Spiel mal weiterdenkt, mittlerweile sind in jedem Produkt, das ihr kauft, sind etwa 40%, also schon fast die Hälfte aller Kosten sind Finanzkosten. Weil jeder Unternehmen ja auf Schulden, auf Kunst erstmal gründet. Jedes Auto ist auf Schuld, auf Kredit und so. Das ist ein Schuldgeldsystem. Ja, aber ich will damit veranschaulichen, dass wir die Hälfte unserer Lebensleistung da reinstecken, Geldgeber zu bedienen. Das heißt, wir könnten dieselben Wohlstand wie heute haben, mit der Hälfte der Arbeitszeit. Stellt euch das mal vor. Wir leben eigentlich in einer Zeit, in der das Paradies möglich ist. Wenn es nicht andere gäbe, die uns immer die Hälfte wegnehmen. So weit muss man diesen Gedanken nämlich denken. Danke. Die Menschen müssen auch wirklich verstehen, was es bedeutet, was unser System, wie es aufgebaut wurde. Wenn man das nicht versteht, versteht man fast gar nichts. Und deswegen ist es wichtig, die Zusammenhänge immer gründlich zu erklären. Wer das Finanzsystem nicht versteht, ich kann einen Tipp geben. Der Professor Dr. Hörmann, Franz Hörmann, hat sehr viele Bücher darüber geschrieben und Vorträge gehalten. Man sollte sich mal erkundigen, wie das funktioniert. Weil die NATO, die hat die besten Beziehungen zum Geldsystem. Und sie nehmen uns das Geld weg. Ich kann jetzt am Schluss noch sagen, hier ist auch auf dem Boden eine Pax Terra Musica-Fahne. Wir sind, wie gesagt, da für die Menschheitsfamilie. Es sind alle eingeladen. Und ich wünsche mir auch, wenn Migranten, auch die neu zugekommenen Migranten, das hier hören und sehen. Kommt zu uns, weil wir sitzen alle in einem Boot. Ja? Also wir sitzen alle in einem Boot. Die Armen dieser Welt sind Arme dieser Welt. Egal in welchem Land. Also Pax Terra Musica findet Ende Juni statt. Letztes Juli-Wochenende. 3 Tage lang. Es finden Vorträge statt, um die Zusammenhänge zu verstehen. Es finden viele Möglichkeiten statt, um sich wirklich auseinanderzusetzen, miteinander zu reden. Und viel Musik natürlich auch. Wir leben. Wir sind nicht hier für den Tod. Wir sind hier für das Leben. Keine Nahtoderfahrung. Und die Liebe. Läuft es überhaupt? Ja, ja. Also Leute, ihr seid immer noch da. Hagen hier, der Kameramann. Dankeschön. Peace, Leute. Peace. Frieden für uns alle. Ja. Und ich denke, das reicht auch für heute. Ich drehe mal die Kamera um. So, da bin ich. Und das war mein Anteil der Rede, da ich immer denke, ja, das Geld und Finanzsystem gehört auf jeden Fall erwähnt, denn die NATO hat verdammt viel Geld und alle Armeen bekommen immer Geld, aber wir, wenn wir was brauchen, halt nicht. Und die Leute müssen verstehen, wie das funktioniert. Menschen werden klein gehalten und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gehört schon dazu. Also ich wünsche euch alles Gute. Sag mal, ihr seid toll, danke, ihr seid auch toll. Was sagt Jessica? Super, dass jetzt mal langsam ans Eingemachte geht und sich nicht alle von den anderen Symptomen ablenken lassen. Genau, aber das dauert halt einfach. Ihr wisst, wenn wir selber was verändern wollen, sei es abzunehmen oder nicht mehr zu rauchen oder einfach sein Leben zu verändern, das dauert auch für uns jahrelang. Also was meint, wie lange es dauert, ganze Gesellschaften zu einer kleinen Veränderung zu bringen, an Bewusstsein zu bringen. Es dauert sehr lange. Deswegen habt Geduld, aber macht weiter. Habt Geduld, seid friedlich und versteht euch mit den Menschen. Egal, woher sie kommen, das ist völlig egal. Aber Waffen brauchen wir keine mehr. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt auch tolles Wetter. Als letztes zeige ich euch nochmal das Brandenburger Tor und dann sehen wir uns bald wieder mit einem neuen Thema.